Das Pokémon Trading Card Game ist inzwischen fast 20 Jahre alt. Und wie es bei allen Medien, die in den frühen 2000ern ihren Weg zu uns rüber in den Westen gefunden haben, der Fall ist, beziehungsweise bei allen Medien, die mit Anime und dergleichen zu tun haben, wurde natürlich auch beim Pokémon Trading Card Game seinerzeit so einiges zensiert. Und genau das schauen wir uns an. Ein paar Karten, die zensiert wurden. Nicht alle, aber die interessantesten. Es sind fast alle, die ich zumindest finden konnte. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, langweilige Dinge wie zum Beispiel Rosanas Hautfarbe wurde auf diversen Karten geändert auszulassen, weil... Zensierte Pokémon-Karten. Nummer 1 ist die gute alte Kubo-Milch aus Neo Genesis. Eine Karte, welche im japanischen Original seltsam aussieht. Ich weiß nicht genau warum, aber dieses Artwork missfällt mir auf sehr vielen Ebenen. Ich weiß nicht genau, warum es da eine Flasche hat, die ein bisschen wie eine Kuh aussieht. Und wie so aus den Eutern trinkt es. Es sieht sehr seltsam aus. Auf jeden Fall war ich nicht der Einzige, der es so gesehen hat, weshalb diese Karte auf ihrem Weg rüber zu uns in den Westen zensiert wurde. Zu einem sehr viel ansehnlicheren Artwork. Schaut euch die Karte an. Kleines Pi, kleine Flaschen mit Kumomilch ist ein gutes Artwork. Damit kann ich definitiv leben. Die offizielle Begründung, warum das Artwork geändert wurde, ist interessant, denke ich. Und zwar wurde es geändert, weil das Artwork für die junge Zielgruppe des Pokémon Trading Card Games unangemessen zu sein scheint. Ich weiß nicht ganz, was daran wirklich unangemessen ist, aber es sieht einfach sehr seltsam aus. Ein paar Jahre später mit der Heart Gold und Soul Silver Expansion wurde dann natürlich auch noch eine weitere Kubo-Milch gedruckt, welche so aussieht. Wow, wie aufregend! Ich weiß, ich dachte zur Vollständigkeit sollte ich das auch noch anmerken. Nummer 2 ist eine Karte namens Sabrina's Gaze, welche nie auf Deutsch übersetzt wurde, da sie aus dem Gym Heroes Pack kommt, welches bei uns rauskam, aber nicht in einer deutschen Variante. Wenn wir uns die Karte direkt anschauen, sollten wir ungefähr erahnen können, welches Element davon nicht angemessen war. Es ist der Mittelfinger. Es ist sehr provokant. Es war zu provokant für den westlichen Markt. Jetzt könnte man auffassen, als würde sie uns den Mittelfinger zeigen. Das geht nicht. Deswegen haben wir dieses Design bekommen, welchem sie die Hand ausstreckt und einen Pokéball wirft. Ich weiß nicht genau, wie sie ihren Arm so halten kann und damit einen Ball genau in die Richtung werfen kann. Vielleicht will sie ihn fangen. Es sieht relativ seltsam aus. Aber ja, das ist das Artwork, das wir bekommen haben. Und die offizielle Begründung, ihr werdet sie kaum glauben, aber ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist, aber es ist so offensichtlich, dass es wegen dem Mittelfinger zensiert wurde. Nummer 3 wird jetzt etwas komplizierter. Denn Nummer 3 ist Kogas Ninja Trick aus dem Gym Challenge Pack. Nicht das Gym Heroes Pack wie gerade eben, sondern das Gym Challenge Pack, welches wiederum auch nicht auf Deutsch übersetzt wurde. Ich werde euch die Karte zeigen und ihr werdet sehen, was das Problem ist. Neben dem Ditto haben wir ein sogenanntes Omone Manji, eine Swastika aus dem japanischen Buddhismus. Im asiatischen Raum sind diese Swastika eher als Symbole des Hinduismus und Buddhismus bekannt. Bei uns wiederum gab es da gewisse Vorfälle zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, welche dafür gesorgt haben, dass dieses Symbol eventuell vermutlich besser nicht auf einer Karte abgedruckt werden sollte. Auch wenn es streng genommen gespiegelt ist, aber ihr seht die Problematik absolut. Problem an der Sache ist aber nur, dass ich nicht wirklich herausfinden konnte, was das neue Symbol ist. Nach allem, was ich recherchieren konnte, ist es scheinbar nur ein Symbol. Weiß nicht, ob es tatsächlich irgendeine religiöse Bedeutung hat, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass wir bei der Hakenkreuzkarte nicht zwangsweise noch andere vermeintlich potenziell fragwürdigen Symbole bzw. religiöse Symbole einbauen wollten, weswegen es einfach nur irgendwas ist. Ich kann es auch nicht bestätigen. Wenn ihr wisst, was das ist, dann... Das ist ja aufregend. Nummer 4 ist ziemlich skandalös. Nämlich ist es eine Karte von dem Großmeister Ken Sugimori höchstpersönlich. Das ist der Boy, der die ganzen Artworks der ersten Pokémon oder insgesamt die Artworks macht. Er ist ein wichtiger Mann. Und er hat sich auch an eine gewisse Karte aus dem Gym Challenge Pack gewagt. Wieder mal das Gym Challenge Pack. Auf jeden Fall ist Misty nackt. Und sie ist 10 Jahre alt. Ich habe extra nachgeschaut. Ich meine, ich weiß, dass das Ganze in Japan eine etwas andere Sache ist und dass man sowas da, dass es eher gesellschaftlich anerkannt ist und dergleichen, aber
Wir müssen natürlich nicht das nackte 10-jährige Mädchen haben, weshalb sie einfach zu einem sehr, sehr deprimierten 10-jährigen Mädchen wurde. Wisst ihr? Das sieht mir schon sehr viel realistischer aus. Natürlich könnte man jetzt sagen, sich darüber zu beschweren, das ist ja so prüde. Allerdings gibt es eine kleine Sache, welche ich auf dem japanischen Artwork doch kritisieren möchte. Und zwar ist es die Andeutung der Brüste von Misty, welche sehr viel größer sind, als es bei einer 10-Jährigen jemals der Fall sein sollte. Und das wiederum macht die ganze Sache wieder ein wenig fragwürdig. Aber gut, reden wir nicht darüber. Das ist Japan. Was auch immer. Nummer 5. Unsere letzte zensierte Karte ist ein absoluter Klassiker. Einer meiner absoluten Favoriten. Nämlich ist es wieder mal eine, man könnte fast sagen, sehr japanische Karte, beziehungsweise Begründung, warum es zensiert wurde. Und zwar ist es Slimer aus dem Team Rocket Expansion Pack. Also kam es auch wieder nicht auf Deutsch raus. Und dieses Slimer schaut einer jungen Dame unter den Rock. In der zensierten Version starrt es in die Kamera, beziehungsweise auf die Karte. Es wurde zensiert, weil sie mich unter den Rock schaut. Allerdings hat der Illustrator der Karte diese Behauptung, dass Slimer genau dies macht auf der Karte, hat er verneint. Das sind skandalöse Unterstellungen, die Leute ihm da entgegenwerfen. Und das ist einfach nur reiner Zufall. Es war nie der Plan, dass Slimer dahin starrt. Das hat nichts mit dem Mädchen zu tun, okay? Also, behauptet sowas bitte nicht. Natürlich hängt es damit zusammen, aber ich denke, wenn irgendjemand da ist und sagt, oh hey, wusstest du, dass deine Karte zensiert wird, weil dein Pokémon Lustmolch ist, dann sagt man dann schon eher, ja, nee, das war gar nicht so geplant. Das ist ähnlich wie mit Misty zum Beispiel. Sie sollte eigentlich gar keine großen Brüste haben auf der Karte. Das ist eine vor Stolz geschwellte Brust, weil ihr Stern bereits so groß wurde. Man kennt das, die üblichen Begründungen. Aber ja, das sind soweit ein paar zensierte Pokémon-Karten. Ein Thema, über das ich schon sehr, sehr lange reden wollte und tatsächlich auch schon sehr, sehr lange alles vorbereitet hatte, aber ich kam nie dazu. Dementsprechend wieder mal ein perfektes Video, um es hier auf MOP einfach mal unterzubringen. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.